für Generationengerechtigkeit unter diesem Titel Neuer Generationenvertrag. Das ist jedenfalls eine Idee, die wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Es wird danach noch die Möglichkeit geben, in zahlreichen Workshops, an denen Sie sich aktiv bitte beteiligen, diese Diskussion zu vertiefen. Und am Sonntag setzen wir die schon bewährte Kooperation mit dem Deutschen Theater fort, mit einer Sondervorführung des Theaterstücks »Was uns bleibt« und einem anschließenden Gespräch darüber, wie stark eine Generation die andere prägt. Bleibt mir nur noch ganz herzlich, mich bei den Kolleginnen und Kollegen zu bedanken, die für Konzept und Organisation und Umsetzung dieser Tagung zuständig sind, vor allem bei unserer Inlandsabteilung, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, und Peter Siller als dem Leiter unserer Inlandsarbeit, und insbesondere bei der Steuerungsgruppe, die diese Konferenz vorbereitet hat. Herzlichen Dank an Philipp Antoni, Andrea Mesch, David Handwerker, Lisa Bayer und Lucia Seifert. Schließe auch noch die Kolleginnen und Kollegen von Tagungsbüro Technik und Konferenzassistenz ein und natürlich auch alle Kooperationspartner, Partnerinnen, die sich an dieser Konferenz beteiligen. Herzlichen Dank, und damit geht das Wort an Peter Siller, der die Auftaktveranstaltung moderieren wird. Dankeschön. Frau Spahn, wir gehen. Ja, das hatte ich schon vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wunderschönen guten Abend. Von meiner Seite, Ralf Füchs hat mich schon vorgestellt, wir sitzen hier an einem Küchentisch, weil wir dachten, dass Generationen sich vielleicht eher in der Küche versammeln als auf Podien. Ich freue mich sehr, wenn ich in die Runde schaue, das ein oder andere Gesicht zu sehen von unseren drei Vorveranstaltungen. Wir konferieren, lieber Stefan, liebe Gesine Schwan, nicht zum ersten Mal dieses Jahr zum neuen Generationenvertrag, sondern streng genommen schon zum vierten Mal, weil wir nämlich drei Vorveranstaltungen hatten, eine eher für die jüngere Generation, eine für die mittlere und eine für die Älteren oder Jungen, die sich schon etwas älter fühlen, um uns jetzt hier gemeinsam zu versammeln. Und Ralf Füchs hat das schon ausführlich extemporiert, sicher eine der dringlichsten, facettenreichsten und auch kontroversesten, die uns zur Verfügung stehen, freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich will jetzt gar keine Vorrede halten, sondern nur darauf hinweisen, dass wir im ersten Akt eine Frage uns vorhalten, die erstmal sehr abstrakt und allgemein klingt, die aber in Wahrheit schon höchst voraussetzungsvoll ist. Und die Frage lautet, was heißt eigentlich Generationengerechtigkeit? Generationengerechtigkeit ist ein Allerweltswort geworden, inzwischen bei dem grünen Spektrum sowieso kein Textbaustein ohne Generationengerechtigkeit. Aber was das genau bedeuten könnte und auf welche moralischen, juristischen oder gar politischen Fragen uns das führt, dem gehen wir jetzt im ersten Akt etwas nach. Und zwar erstens mit einem Vortrag von Stefan Gosepart. Können uns eigentlich keinen besseren Referenten vorstellen und sind sehr geehrt, dass du, lieber Stefan, heute den Weg hier an unseren Küchentisch bzw. gleich ans Podium gefunden hast. Diejenigen, die jetzt noch nicht so genau über das Leben von Stefan Gosepart Bescheid wissen, will ich nur kurz sagen, und das ist nicht übertrieben, dass Stefan Gosepart einer der Gerechtigkeitstheoretiker hier in Deutschland ist, der schon in jungen Jahren etwa an der Columbia oder in Harvard mit dem großen John Rawls sich zu Fragen der Gerechtigkeit unterhalten hat und sich damit befasst hat und der dann eine Uni-Karriere hingelegt hat, die über
Frankfurt am Main, was Michael Brumlik auch sehr gefreut hat, dass Stefan nach Frankfurt am Main gefunden hat, jetzt wieder in Berlin ist, nämlich an der Freien Universität, einem Lehrstuhl, mit einem Lehrstuhl zu Ethik und angewandter Ethik am Philosophischen Institut. Stefan Gosepart hat gerechtigkeitstheoretische Fragen sehr stark im globalen Raum thematisiert, menschenrechtliche Fragen, Fragen globaler Gerechtigkeit, und wir sind sehr, sehr gespannt, was er uns zu sagen hat auf der anderen großen Achse, nämlich auf der Zeitachse. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Stopp. Und dann würde ich, damit es schnell geht, unsere zweite Referentin auch noch gerne gleich vorneweg vorstellen. Gesine Schwan kann dann sofort reagieren und kommentieren. Ich wollte schon immer mit Ihnen, Frau Schwan, hier mal am Küchentisch sitzen. Jetzt ist es soweit. Ich habe lang drauf gewartet. Gesine Schwan muss man, glaube ich, wirklich nicht mehr vorstellen. Ich tue es trotzdem in drei Sätzen. Gesine Schwan hat, wie Stefan Gosepart, jetzt auch eine lange Geschichte als Politikwissenschaftlerin hier in Berlin, am Otto-Suhr-Institut, schon seit Mitte der 70er Jahre als Professorin. Sie ist dann, und das wissen Sie alle, Präsidentin gewesen, lange Jahre an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder, und hat dort große Verdienste, übrigens fällt mir gerade auch auf, auch große Verdienste, gerade mit Blick auf die Generationenfrage im europäischen Zusammenwachsen, in Brücke von Ost nach West und von West nach Ost. Gesine Schwan ist daneben auch immer wieder als kämpferische Sozialdemokratin in Erscheinung getreten, in der einen oder anderen Debatte. Das fiel mir schon als Jugendlicher in den 80er Jahren auf. Und Gesine Schwan ist jetzt zurück in Berlin, also sie hat Berlin eigentlich nie verlassen, aber ist jetzt wieder auch beruflich zurück in Berlin an der Viadrina School of Governance, wo wir alle gerade etwas, so ist es, wo wir alle gespannt sind, wie die Geschichte weitergeht. So, jetzt aber, lieber Stefan, herzlich willkommen, Gesine Schwan. Du hast das Wort. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich habe das für heute Abend so verstanden, dass das eine Art Propedeutikum ist, also so eine Grundlegung, die wir hier machen. Und das heißt, wir fangen, so verstehe ich das wenigstens immer als Berufsphilosoph, wir fangen vom Allgemeinen an und werden dann immer konkreter. Und dass die konkreteren Workshops, hat der Ralf Füchs ja auch schon genannt, die dann morgen früh kommen. Heute wird es also etwas allgemeiner sein, eine Art auch von Vorverständigung darüber, womit wir es mit bei Generationengerechtigkeit zu tun haben. Das Thema dieses Kongresses ist eigentlich Generationenvertrag, aber so ein Vertrag hat bestimmte Anforderungen. Die man normalerweise im Alltag auch an so einen Vertrag stellt, ist zu sagen, so ein Vertrag muss zunächst mal gerecht sein, sonst kann man ihn gleich vergessen. Also insofern geht es um die Frage der Generationengerechtigkeit. Peter hat jetzt auch schon in der Einleitung gesagt, diese Generationengerechtigkeit ist ein sehr aktuelles Thema, kommt überall vor. Bindestrichgerechtigkeiten, also Gerechtigkeit plus irgendetwas, ist auch momentan sehr populär. Aber wenn man sich das mal klar macht, ist es natürlich nicht nur, weil es populär ist, sondern es ist in gewisser Weise wie viele dieser Themen ein altes Thema. Nur früher ist es eher implizit mitverhandelt worden. Also Generationenverträge, Generationenfolge, Generationengerechtigkeit ist in einer Art traditionellen Familien- und Gesellschaftsstruktur eigentlich immer implizit mitverhandelt worden. Das ist nicht, dass das Thema neu ist, nur es wird auf einmal stärker problematisiert. Und wir wissen natürlich, warum es stärker problematisiert wird, weil die Frage, was das beinhaltet, heutzutage nicht mehr so klar ist, wie es in früheren traditionellen Gesellschaften der Fall war. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir heute ganz andere wirtschaftliche und technische Möglichkeiten haben, die Zukunft zu beeinflussen, viel stärker als das im Mittelalter und der frühen Neuzeit der Fall war. Und dass diese technischen Möglichkeiten, die wir haben, natürlich, wie wir wissen, auch katastrophale Folgen haben können. Und wir uns jetzt bei dem Einsatz dieser Möglichkeiten viel stärker überlegen müssen und auch viel stärker überlegen können, als das frühere, sehr viel frühere Generationen konnten, was die bewirken werden.
Ich denke hier natürlich insbesondere an die atomare, biologische und konventionelle Kriegsbedrohung, die immer wieder natürlich die Frage aufwirft, ob wir nicht gegebenenfalls die Menschheit als Ganzes damit ausrotten können. Die Atomenergie als Problem, ich werde darauf nochmal zurückkommen, und die Folgen, die diese Technik hat. Und natürlich dann inzwischen, auch das ist schon erwähnt worden, die Ökologie und der ökologische Wandel, Klimawandel, Schadstoffemissionen, die am Anfang vielleicht in den 70er und 80er Jahren noch unbewusst, aber spätestens seit Ende der 80er Jahre für uns auch bewusst katastrophale Folgen für die zukünftigen Generationen haben. Daneben kommen Probleme, die den demografischen Wandel betreffen. Das hat Ralf Füchs hier in seinem ersten Statement sehr deutlich gemacht. Und dieser demografische Wandel wird unsere Gesellschaften und nicht nur unsere, sondern auch viele andere Gesellschaften deutlich verändern. Und das wird wiederum Folgen haben, von denen wir überlegen müssen, wie wir mit denen umgehen. Also das sind sozusagen konkrete Herausforderungen, die das Thema bewusster auf die Agenda gesetzt haben. Ein Thema, das aber, so der erste Tenor, in gewisser Weise immer schon mitverhandelt wurde, nur jetzt eben expliziter, und er wird auch expliziter mitverhandelt, weil es erstens unklarer ist, was Generationengerechtigkeit dann konkret bedeutet, und weil es kontroverser ist. Dadurch, dass etwas zum Thema wird, wird es auch meistens, und das kann man demokratietheoretisch begrüßen, auch zum Gegenstand von Kontroversen und Auseinandersetzungen, und genau das passiert jetzt eigentlich in dem Moment, in dem Generationengerechtigkeit jetzt auf einmal ein gesamtpolitisches Thema wird. Bevor man das jetzt weiter diskutiert, muss man sich natürlich erstmal klar machen, was denn mit Generationen gemeint ist, wenn von Generationengerechtigkeit die Rede ist. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil hier verschiedene Begriffe von Generationen im Schwange sind, die miteinander zusammenhängen, aber die man vielleicht zunächst einmal gedanklich auseinanderhalten muss. Und da ist zum Ersten der Begriff, den man so mit bezeichnen kann mit der Abfolge von Großeltern, Eltern, Kindern, Enkelkinder. In dem Sinne verstehen Sie alle, was wie Generationen gemeint ist. Und viele der Fragen, um die es jetzt im Generationenvertrag geht, also auch vor allem morgen, wenn die konkreten politischen Implikationen durchbuchstabiert werden, betreffen dieses Verhältnis. Ja, wie gehen wir mit, nehmen Sie die ersten Punkte, die Ralf Füchs genannt hat, wie gehen wir mit denjenigen um, den rüstigen Alten mit 75 und so weiter. Dann ist genau so eine Großelterngeneration gemeint. In dem Sinne wird von Generationen geredet hier. Dann gibt es noch einen anderen Begriff von Generation, damit meint man sowas wie Alterskohorte. Es gibt ja ziemlich viele Bücher, die Generation 68 oder Generation Golf oder heißen. Damit meint man dann die wir damals noch zusammen jung waren und das gemacht haben oder so etwas. Vielleicht ist auf dem Podium nach uns davon auch stärker die Rede. Ich werde davon in diesem Sinne gar nicht reden, sondern werde mich viel stärker auch noch auf einen anderen Generationenbegriff beziehen, der nämlich meint, alle heute Lebenden im Unterschied zu denjenigen, die nach uns leben werden. Und das heißt vor allem, es geht um den Punkt, dann sind Großeltern, Eltern, Kinder und Enkelkinder eine Generation, die nämlich heute leben. Und dann gibt es diejenigen, die nach uns kommen werden. Und auch das wirft große Fragen auf. Ich hatte gesagt, viele der Probleme, Atomenergie, bestimmte Kriegstechniken und so weiter, und ökologischer Wandel, haben auch sehr stark mit diesem Problem zu tun. Warum das ein besonderes Problem ist, darauf werde ich gleich eingehen. Im Zentrum der Debatte um Gerechtigkeit zwischen Generationen stehen insbesondere zwei Fragen. Und auch die will ich jetzt nur kurz nennen, um zu sagen, mit der einen habe ich es nicht zu tun. Generationsgerechtigkeit hat nämlich auch einen rückwärtsschauenden Aspekt. Es geht natürlich auch um die Frage, wie müssen wir mit den vergangenen Generationen umgehen? Was schulden wir den Alten? Was schulden wir den Verstorbenen? Ja? Also welches Angedenken, welche Art von Tradition müssen wir bewahren? Wie müssen wir mit denen umgehen? Was schulden wir den Toten? Mit dem Thema darüber werde ich jetzt nicht reden, aber es geht sehr stark da in dieser Debatte natürlich um die Frage, wie geht man zum Beispiel auch mit historischem Unrecht um? Also wie geht man damit um, dass unsere Vorgängergenerationen sich am Imperialismus beteiligt haben und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht dadurch, dass es vergangen ist, damit erledigt, im Gegenteil. Ich werde mich also sozusagen, und genau in dem Sinne, in dem das hier, glaube ich, auf dem Kongress auch der Fall ist, mit der zukunftsgewandten Generationengerechtigkeit beschäftigen. Was schulden wir denen in der Zukunft?
Nun ist es natürlich so, dass es schon strittig ist, was Generationen, was Gerechtigkeit zwischen die heutzeitigen Lebenden sein sollen. Und da gibt es unterschiedliche Gerechtigkeitstheorien und die sind schon strittig. Also jetzt kann ich nicht im gleichen Sinne sagen, jetzt unterscheidet man die und die Gerechtigkeitstheorie und das ist die richtige, denn welches die richtige Gerechtigkeitstheorie ist, sein soll, ist selber strittig. Wenn man jetzt also nicht einfach nur die Debatte von Gerechtigkeit auf die heute lebenden unterschiedlichen Generationen übertragen will und damit dann das Fass der streitenden Gerechtigkeiten und das natürlich auch der Streit der Parteien einfach aufmachen will, empfiehlt es sich mit Blick auf die Zukunft, und ich werde auch darauf nochmal aufkommen, was das die besondere Herausforderung da ist, vielleicht pragmatisch mit einer Art von Gerechtigkeitstheorie zu operieren, die zumindest einen Minimalkonsens nahelegt. Also keine zu spezifizierte Gerechtigkeitstheorie in Anschlag zu bringen, die dann zukünftige Generationen sofort ablehnen werden, sondern hier scheint es sinnvoller zu sein, gerade mit Blick auf zukünftige Generationen einen Minimalkonsens zu suchen. Den gibt es aber noch gar nicht und ich werde jetzt ein Stück weit darüber reflektieren, warum es den im Moment noch nicht gibt und wo die Probleme liegen, um wenigstens diesen Minimalkonsens herauszuschälen. Ich will nicht sagen, dass ich den Minimalkonsens das einzig Richtige finde, aber wenigstens das müsste man ja schon mal haben, um dann reichhaltigere Forderungen aufzustellen. Warum also ist es so schwierig, diesen Minimalkonsens überhaupt zu benennen für zukünftige Generationen? Weil es spezifische Probleme mit zukünftigen Generationen gibt. Das eine ist, dass diese zukünftigen Generationen, wenigstens wenn wir von nicht überlappenden Generationen reden, also von denjenigen, die noch geboren werden sollen, dass die noch gar nicht existieren. Dennoch wollen wir gerne sagen, und die Intuition möchte ich bei Ihnen gerne herauskitzeln, dass wir denen gegenüber natürlich schon Verpflichtungen haben, obwohl sie noch gar nicht existieren. Man könnte, ich werde nachher nochmal ein Gedankenexperiment in diese Richtung untersuchen, man könnte natürlich sagen, wenn die noch gar nicht existieren, dann haben wir auch gar keine Verpflichtung. Genauso wie man sagen könnte, die sind tot, denen haben wir auch keine Verpflichtung gegenüber. Beides scheint nicht zu stimmen. Wenn Sie daran denken, warum die meisten Leute denken, dass sie ein Testament einhalten sollen, dann hat man eine Verpflichtung gegenüber Toten, jetzt mal vom Juristischen abgesehen, moralisch fühlen sich wenigstens viele Leute verpflichtet, ein Versprechen am Todesbett gegenüber dem dann Toten einzuhalten, dann hat man gegenüber nicht existierenden Personen eine Verpflichtung. Genauso haben wir gegenüber noch nicht existierenden zukünftigen Personen eine Verpflichtung. Stellen Sie sich irgendwie vor, wir wüssten aus irgendwelchen Gründen, dass Spermien oder Eizelle geschädigt sind und würden diese geschädigte Eizelle bewusst einsetzen, um dann ein in dem Sinne wahrscheinlich behindertes Kind zu gebären. Dann würden wir sagen, das ist nicht ganz klar, ob wir der Person, die dann existieren wird, nicht einen Nachteil, eine Schädigung zukommen lassen, obwohl sie jetzt noch gar nicht existiert, wenn wir das bewusst so machen könnten. Außerdem haben wir eine asymmetrische Situation. Wir können das Wohl dieser künftigen Personen beeinflussen, positiv und negativ. Und die negativen Beeinflussungen sind genau dasjenige, was uns gerade Sorgen macht. Aber die können unsere Situation häufig nicht im gleichen Maße beeinflussen oder gar nicht. Also wir haben hier eine Asymmetrie vorliegen. Noch viel komplizierter wird es, dadurch, dass wir die Existenz, also ob sie überhaupt existieren, in welcher Zahl sie existieren und in welchen Lebensumständen sie existieren, dass wir die beeinflussen können. Man könnte sich ja entschließen als Menschheit, und jeder individuell tut das ja vielleicht auch, gar keine Kinder zu kriegen. Und in dem Sinne hängt die Existenz von zukünftigen Kindern von uns ab. Und in dem Sinne haben wir eine absolute Machtposition über die. Gleichzeitig ergibt sich aber daraus, dass die Art und Weise, in der die Kinder dann geboren werden und in der sie aufwachsen, offenbar nichts ist, worüber sie sich beschweren könnten. Wenigstens ist das konzeptionell schwierig. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Meine Tochter dachte irgendwann einmal oder hat sich auch darüber beschwert, dass sie nicht als Prinzessin geboren worden ist. Das kann man ja verstehen, ja. Aber der Punkt ist natürlich der, so wie sie geboren worden ist, von den Eltern, von denen sie geboren worden ist, war es natürlich ausgeschlossen, dass sie Prinzessin werden konnte, denn ich bin nun kein König. Das heißt, der Wunsch ist verständlich, aber sie wäre als Prinzessin als eine andere Person geboren worden. Sie hätte nicht als die Person, die sie ist, als Prinzessin geboren werden können. Das geht eben nicht. Und an dem
vielleicht etwas komplizierten Gedanken, kann man sich klar machen, dass die Personen eben so geboren werden, wie sie geboren werden, in den Umständen, und sie mögen die Umstände nicht die besten finden. Trotzdem ist es schwer zu sagen, sind sie dadurch, dass sie nicht als Prinzessin geboren worden ist oder dass sie eben nicht in dem Land und nicht in der Stadt geboren worden ist, in der sie gerne geboren worden wäre, ist sie dadurch geschädigt worden. Und es ist schwierig zu sagen, ja, sie ist geschädigt worden, denn wäre sie woanders geboren worden, von anderen Eltern, in anderen Umständen, dann wäre sie nicht die Person, die sie ist. Die personale Identität hängt offenbar daran, von welchen Eltern sie in welcher Situation wie geboren worden ist. Ja. Und das heißt, das macht es so komisch, dass man jetzt denkt, jetzt im Umkehrschluss könnte das heißen, na, wenn unsere Kindeskinder eben in diese verstrahlte, super erwärmte, geschädigte Welt geboren worden ist, dann eben Pech gehabt, dann ist es so. Sie dürfen sich nicht beschweren, so wie meine Tochter sich nicht wirklich beschweren kann, dass sie Prinzessin geworden ist. Dann haben wir den Eindruck, da ist auch was verkehrt. Das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass die sich gar nicht beschweren können. Das würde nämlich wieder heißen, wir schulden denen gar nichts, die sollen doch gefälligst glücklich sein, dass sie überhaupt geboren worden sind. Daran sieht man also, dass es eben hier ein konzeptionell, ein gedankliches Problem gibt, wie man hier genau die Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen konzipieren muss. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Normalerweise, die meisten Moraltheorien behaupten, wenn man sagt, man schuldet den Personen etwas, dass man denen etwas schuldet mit Bezug auf deren Interessen. Klarerweise. Ja. Das, was ich ihnen schulde, hängt natürlich davon ab, das, was sie wollen, und dann muss ich damit umgehen. Jetzt ist es aber bei zukünftigen Generationen häufig so, dass wir gar nicht sagen können, was die wollen, denn weil sie existieren noch gar nicht und gegebenenfalls existieren sie in bestimmten Umständen, wo wir uns gar nicht ohne weiteres denken können, was sie spezifisch wollen. Bei lebenden Generationen gehen wir damit in der Regel so um, dass wir sie fragen können. Bei kleinen Kindern oder bei sehr alten, dauerhaft komatösen Dementen und so weiter geht das nicht. Und das heißt, da sind wir schon auch in genau den gleichen Problemen. Und deshalb müssen wir da auch zu einer Lösung greifen, die ich Ihnen jetzt gleich auch nahelegen werde. Das ist nämlich, wir haben es mit Leuten zu tun, gegenüber denen wir Verpflichtungen haben, die wir aber nicht mehr fragen können, was sie eigentlich selber wollen. Oder noch nicht fragen können. Und dann gibt es noch das Problem, dass wir bei zukünftigen Generationen zum Teil auch gar nicht wissen, wie sie bestimmte Ressourcen verwenden können. Mein Beispiel als jemand, der aus dem Ruhrpott kommt, ist da die Kohle. Man könnte einerseits sagen, man darf die ganze Kohle in Deutschland nicht abbauen, weil wir ja dann zukünftigen Generationen nicht zurücklassen. Und das könnte vor allem auch deshalb gerechtfertigt sein, das zu sagen, weil man sagt, vielleicht brauchen die zukünftigen Generationen auch Kohle zum Verfeuern. Aber es könnte noch viel eher sein, dass man sagt, die sind in der Technik so viel weiter, dass sie mit der Kohle was viel, viel Tolleres machen können, als das, was wir machen, sie nämlich einfach nur zu verbrennen und damit dann auch noch die Umwelt sehr stark zu schädigen. Das heißt, gerade die Frage, sollen wir Kohle den nächsten Generationen überlassen und wenn ja, wie viele, ist eine ziemlich offene Frage, weil wir gar nicht wissen, was in 100 Jahren die Menschheit mit Kohle anfangen kann oder nicht. Und das macht es jetzt auch nochmal schwieriger, sich zu überlegen, was wir da stehen schulden. Warum sind wir dennoch verpflichtet? Einerseits hatte ich schon die Intuition versucht, wachzurufen, zu sagen, wir sind Menschen gegenüber verpflichtet, selbst wenn sie noch nicht existieren. Gleichzeitig ist es aber ja bei uns allen so, das können Sie sich vielleicht auch intuitiv klar machen, dass wir normalerweise daran interessiert sind, dass es Nachkommen gibt, selbst wenn es gar nicht unsere eigenen Nachkommen sind. Denn die Nachkommenschaft, dass die Menschheit weiterlebt, ist etwas, was offenbar dafür wichtig ist, dass diese Werte, die wir für wichtig erachten in unserem eigenen Leben, auch weiterleben. Wenn ich jetzt denke, ich finde kontrafaktischerweise, es ist nicht so, ich wäre ein großer Maler oder ich würde irgendwie Bilder malen und finde, dass es wichtig ist, dass die Menschheit meine Bilder schätzt, dann muss es eben eine Menschheit auch nach mir geben, die diese Bilder schätzt. Sonst würde in der Tat mit dem Ende der Menschheit auch das Schätzen dieser Bilder entfallen. Und so gilt das natürlich auch für philosophische und so weiter Werte. Also wenn wir denken, es gibt Werte, die jenseits davon wertvoll sind, dass wir sie jetzt gerade genießen, dann setzt das voraus, dass es eine Menschheit gibt, die diese Werte schätzen kann. Und das ist eine Menschheit jenseits von unserer eigenen Weiterleben. Und insofern, glaube ich, haben wir alle ein Interesse daran, dass es eine Menschheit nach uns gibt und wir sorgen uns um diese Menschheit nach uns. Und innerhalb dieser Sorge ist natürlich auch wichtig, sich zu fragen, was wir für diesejenigen tun sollen. Es geht also nicht darum, dass Gerechtigkeit jetzt eine Machtposition ist und einfach von hier aus was verteilen will, sondern wir haben eine inhärente Sorge auch um die Zukunft und das heißt auch um die Zukunft der Menschheit. Also, welche Pflichten haben wir Lebenden gegenüber zukünftigen Generationen?
Hier liegt es jetzt vielleicht nahe zu sagen, sie sollen die gleichen Chancen und die gleichen Ressourcen haben wie wir. Also sie sollen so starten können, wie wir gestartet sind. Das klingt zunächst mal ganz plausibel, vor allem für einen Egalitaristen wie mich. Aber diese Anfangszustimmung, die man allgemein annehmen könnte, die hat ein Problem. Denn was hier gleiche Chancen heißt, über einen langen Zeitraum hinweg, ist sehr schwer zu bestimmen. Es ist ja schon jetzt schwer zu bestimmen im globalen Maßstab, was das genau heißt. Aber über die Zeitachse hinweg ist es ausgesprochen schwer zu bestimmen, weil wir ja nicht wissen können, welche Interessen zukünftige Generationen haben. Der Vergleich also von Vor- und Nachteilen durch die Geschichte hindurch wird besonders kompliziert. Deshalb scheint es nahe näher liegend zu sein, wir gucken auf die, wir schauen uns das Generationsgerechtigkeitsproblem an, wie der Großmeister der Gerechtigkeit, Peter hat ihn schon erwähnt, John Rawls, sich das gedacht hat, hinter dem Schleier eines Nichtwissens, in dem wir auch nicht wissen, in welcher Generation wir geboren werden. Und sehen uns da die Welt an und können gucken an, wie die verschiedenen Generationen sich zueinander verhalten. Und meine Überlegung, anders als das Ergebnis, was Rawls dann selber daraus zieht, wäre zu sagen, was wir mindestens wollen, ist, dass es einen bestimmten Mindeststandard der intergenerationellen Gerechtigkeit für alle Generationen gibt. Das heißt, dass wir annehmen, dass jede Generation so viel und solche Umstände vererbt bekommt, in denen sie ihr eigenes Leben nach ihrer eigenen Fasson leben kann. Und das heißt, dass sie die Grundfähigkeiten und die Grundausstattung bekommt, um das gestalten zu können. Wenn man also unterstellt, dass die menschliche Lebensform über Generationen hinweg charakteristische Grundzüge teilen wird, auch wenn wir nicht genau wissen, was in 150 Jahren oder 100 Jahren die Menschheit genau können wird und genau wollen wird, aber so kann man doch unterstellen, dass sie bestimmte menschliche Grundbedürfnisse in der gleichen Weise haben wird wie wir, so kann man wenigstens sagen, dass wir ihnen schulden, dass sie diese menschlichen Grundbedürfnisse erfüllen können und dass sie die Möglichkeiten haben, und das ist mir jetzt auch wichtig, sie auf eine Weise zu erfüllen, wie sie wollen, dass sie erfüllt werden. Und das heißt, daraus kann man jetzt einen gewissen, ohne das hier auszubuchstabieren, Grundkatalog vielleicht entwickeln, dass nämlich besondere Formen des Kapitals, bestimmte Techniken, Allzwecksressourcen, Bildung und Wissen auf eine bestimmte Weise vererbt werden sollen. Und zwar, indem wir in einer gesellschaftlichen Struktur vererbt wird, in der die Gesellschaft, in der die nächsten Generationen sie nutzen können. Mir ist wichtig, das sind ja nicht einzelne Dinge, man kann ja Bildung nicht wie so ein Paket verschnüren und verschenken, sondern was wir im Wesentlichen, wenn wir sagen, dass wir ihnen diese Möglichkeiten der Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse schulden, ist eine funktionale gesellschaftliche Struktur und Infrastruktur, in der das funktioniert und das heißt, in der Bildung praktiziert werden kann, in der Kapital sicher angelegt und entwickelt werden kann, in der Techniken auf eine bestimmte Weise sinnvoll genutzt werden können und so weiter und so weiter. Das heißt, wir schulden ihnen nämlich auch eine bestimmte Form von Gesellschaft und das heißt auch eine bestimmte Form von politischer Struktur. Welche Implikationen hat das denn nun für die heutige Politik? Hier muss und will ich als Philosoph, und das heißt ja dann allgemein als Fachmann fürs Allgemeine, muss ich also abstrakt bleiben und eher an normative Leitlinien erinnern. Konkrete politische Empfehlungen bekommen Sie insbesondere dann morgen in den entsprechenden Panels, und zwar dann auch noch aus berufenerem Munde. Aber lassen Sie mich an ein paar allgemeine Leitlinien erinnern. Das Ziel einer zukunftsorientierten Politik muss es primär sein, die Fähigkeiten und Möglichkeiten zukünftiger Generationen nach ihrer jeweils eigenen Fasson selig zu werden, zu schützen und zu gewährleisten. Gerade die Achtung vor den anderen Generationen, und das heißt eben auch vor der Autonomie der anderen Generationen, das heißt nämlich, sich selbst entscheiden zu können, wie sie leben wollen, nötigt uns dazu, nur solche politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen zu fällen, die sie, wenn möglich, korrigieren und verändern können. Wir dürfen ihnen also möglichst keine so strukturell vorgegebene Welt hinterlassen, in der sie selber sich nicht mehr umentscheiden können und andere Formen des Lebens und Zusammenlebens zu praktizieren. Ein paar Konsequenzen aus dieser allgemeinen Leitidee sind offensichtlich und altbekannt. Zum Beispiel das Thema Atomenergie. Es ist völlig unzulässig, den kommenden Generationen den ewig strahlenden Atommüll vor die Tür zu schütten und zu denken, dass sie gefälligst für diese Entsorgung zuständig sind, wohl wissend, dass das sehr schwer möglich sein wird.
Auch ist offensichtlich der ungezügelte Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen, die zu wenig gebremste Treibhausgasemission, die steigende Staatsverschuldung in vielen Ländern und die große globale Ungleichheit ist mit einer so verstandenen Generationengerechtigkeit nicht vereinbar. Wir dürfen also nur Entscheidungen treffen, die möglichst in Zukunft noch revidierbar und korrigierbar sind. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Forderungen zugunsten der Autonomie zukünftiger Generationen, damit die nicht das Leben so leben müssen, wie wir denken, dass sie es leben sollten. Wie könnte die Rücksichtnahme in diesem Punkt politisch aussehen? Eine oft vorgeschlagene Möglichkeit ist, die Ombudsleute im Parlament einzuführen und die dafür zuständig sein zu lassen, die Interessen zukünftiger Generationen zu vertreten. Was am Anfang wie eine gute Idee scheint, scheint mir aber doch nicht ganz einherzugehen mit dem Verständnis von Demokratie, wie wir das eigentlich heute pflegen sollten, dass nämlich jeder Abgeordnete das Gesamtwohl im Auge haben sollte, jeder Abgeordnete natürlich auch, und dass es deshalb nicht sinnvoll ist, auch nicht für zukünftige Generationen eine Art Klientelpolitik einzuführen. Dann drittens, wenn man minimale Gerechtigkeit oder den Mindeststandard mit der Erfüllung dieser anthropologischen Grundbedürfnisse einhersichern darf, dann wird er vielleicht auch klar, dass uns das Schicksal der heute an Armut Leidenden, der Geschlagenen und Ausgebeuteten auch wichtig sein sollte, mindestens so wichtig wie die der zukünftigen Generationen. Das beruht jetzt nicht auf einem fragwürdigen Argument, dass man die Zukunft weniger zählen soll, sondern vielmehr auf der Einsicht, dass die Existenz, die Quantität und die Qualität zukünftigen Lebens ohne ihn auch davon abhängt, wie es uns als Menschheit heute geht. Denken Sie an Folgendes. Wie es Kindern und Kindeskindern aus sozial schwachen Elternhäusern geht, ist erwiesenermaßen davon abhängig, was die Qualität der Elternhäuser ist. Das heißt, diejenigen, die aus ärmeren oder bildungsferneren Elternhäusern kommen, haben es wesentlich schwerer, einen durchschnittlichen Lebensstandard zu erreichen. Und das Gleiche gilt, wie wir wissen, auch aus Gesellschaften. Ärmere und weniger entwickelte Gesellschaften machen es ihren Kindern und Kindeskindern wesentlich schwerer, ein vergleichbares Leben zu dem zum Beispiel in entwickelten Gesellschaften zu entwickeln. Und das übertragen Sie jetzt wiederum auf Generationen. Das heißt, das Beste, was wir für die nächsten Generationen tun können, ist selber auf einem hohen Entwicklungsstand zu sein und diesen hohen Entwicklungsstand den Kindern dann weitergeben zu können. Wenn es also auch nur annähernd stimmen sollte, was ich hier gesagt habe, dass die Analogie also annähernd stimmt, dann steht unsere moralische Verantwortung für zukünftige Generationen und die gerechtigkeitstheoretische Verantwortung für die schlechter Gestellten in unserer Gesellschaft heute und natürlich erst recht im globalen Süden keineswegs in einem Widerstreit. Im Gegenteil, sie hängen intern zusammen. Wir sollten sehen, dass wir in der Generation, in der wir heute leben, global so optimal wie möglich aufgestellt sind, um dann den nächsten Generationen ein so gut wie mögliches Startkapital in diesem Sinne mitgeben zu können. Das beinhaltet eben auch, ganz zum Schluss, letzte Bemerkung, dass das Konzept der Generationengerechtigkeit nicht im Sparen bestehen kann, im Zurücklegen, im Zurückhalten, sondern es besteht gerade darin, Investitionen in die Zukunft zu machen, um unsere Generationen, wieder gesehen als die jetzt heute zusammenlebenden weltweit, so optimal wie möglich aufzustellen, damit wir dieses kulturelle Erbe, schrecklicherweise häufig Humankapital genannt, dann optimalerweise an die nächste Generation weitergeben können, weil das nach all dem, was wir bis jetzt wissen, wohl die besten Staatsvoraussetzungen für die nächsten Generationen sind. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Grosepart und Gesine Schwan. Folgt auf dem Fuße. Danke sehr für die Einladung und empfinde es erstmal als eine Frage der Gerechtigkeit, dass man möglichst hier sitzen kann. Ich bin zwar nicht Veranstalterin, aber es gibt da immer wieder einige, die sich nicht trauen. Hier sind nur lauter freie Plätze, die Reserveschilder sind weg, also Sie können sich auch hier nach vorne begeben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist ein sehr komplexes Thema. Es ist ja die Generationengerechtigkeit eigentlich eingebaut in den größeren Zusammenhang dessen, wie die Generationen zueinander stehen. Es ist ja nicht nur der Gerechtigkeitsaspekt, aber den haben Sie rausgegriffen. Und ich würde gerne aus dem, was Sie vorgetragen haben, drei Aspekte etwas beleuchten.
Und das auch mit Rückbezug zu dem, was jetzt hier nicht steht, aber was vorhin die ganze Zeit stand, also dem allgemeinen Tagungsthema. Der erste Aspekt ist der der Begründung, warum wir überhaupt Generationengerechtigkeit besonders thematisieren, welche Verpflichtung dahinter steht. Der zweite Aspekt ist die Frage, was denn die Generationengerechtigkeit als Besonderes hat im Unterschied zu allen anderen Gerechtigkeitserwägungen, die ja schon etwas älter sind und die es also über Jahrhunderte gab, die man zu bedenken hat. Und als drittes möchte ich auch daraus folgend etwas sagen, was sich auf die Familie, die Situation der Familie bezieht und was im Grunde die Zusammengehörigkeit von nicht nur Generationen, sondern überhaupt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zusammenhang betrifft. Und von daher meine ich, müsste man allerlei argumentieren. In dem Grundsatztext der Böll-Stiftung kam das ja auch schon zum Ausdruck. Also zunächst mal zu, warum soll ich mich überhaupt um Generationengerechtigkeit kümmern? Warum soll ich mich um andere Generationen kümmern? Das ist letztlich die Frage, warum soll ich mich überhaupt um Menschen kümmern oder warum geht denn die mich überhaupt an? Und da gibt es eine Tendenz, und die haben Sie eher betont, die da sagt, ich kann das aus wohlverstandenem Interesse machen. Das ist, liegt auch nahe, denn wenn ich ein bisschen weiter denke, der Interessenansatz ist zumal in den letzten 30 Jahren in, ganz besonders angesichts des sehr ökonomischen Denkens im Vordergrund gewesen. Und wenn ich mein Interesse nur lang genug formuliere, also das heißt nicht nur an mein Interesse übermorgen denke, sondern auch mir überlege, wie sieht das in 10 oder 15 Jahren aus, dann kommt es dahin, dass ich merke, es ist schon ganz gut, wenn ich als Jugendliche daran denke, dass ich als alte Tutti auch ein bisschen betreut werden möchte. Das ist sozusagen das langfristige Denken. Und dann wird es ein utilitaristischer Zugang dazu, gerecht zu sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man daraus irgendeine Verpflichtung herleiten kann, sondern man kann das so erwägen und man kann das als stützende Argumentation anbringen und als gesunden Menschenverstand, aber eine Verpflichtung ergibt sich daraus eigentlich nicht. Das ist natürlich eine Ihnen völlig vertraute Frage. Sie ist aber nicht ganz unwichtig, weil die Frage, warum versuche ich gerecht zu sein, nicht nur, glaube ich, mit dem eigenen Interesse genügend Motivation bekommt. Ich will auf die Motivation beim dritten Punkt nochmal eingehen. Ich meine schon, dass die Verpflichtung zur Gerechtigkeit eine doch mehr oder weniger transzendente Position voraussetzt, also eine, die das rein empirische, die Erfahrung übersteigt und die da sagt, ja, meine Annahme ist, dass die Menschen gleich sind und gleichens Recht auf Freiheit haben, we hold these things to be self-evident. Diese Selbstevidenz ist vielleicht nicht wirklich gegeben, aber die Unabhängigkeitserklärung, die amerikanische, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Und ich denke, das müssen wir uns auch klar machen. Das ist eine Annahme. Und wenn wir uns nicht deutlich machen, dass diese Annahme letztlich nicht in ihrer Richtigkeit bewiesen werden kann, sondern dass wir uns zu ihr stellen müssen und dass wir uns auch fragen müssen, wie wir sie für uns entweder philosophisch oder theologisch oder sonst wie begründen, dann schwimmen wir ein bisschen. Also das ist mir nicht unwichtig, die Begründung von Gerechtigkeit, von Sollensnormen im Sinne einer Verpflichtung, die kann man eigentlich nicht liefern, nur über die eigene Interessenlage. Das kann sich auch dauernd ändern. Und wir leben in einer Zeit, wo wir ganz viel aus Interessen begründen. Die sind auch wichtig, die soll man auch formulieren, da habe ich gar nichts gegen. Aber sie reichen in meiner Sicht nicht. So, der zweite Punkt, ich habe ja nur einen 15-minütigen Kommentar, muss aufpassen, dass ich da in der Zeit bleibe. Der zweite Punkt betrifft die Frage, was ist nun das Besondere? Also wenn Sie Rawls Schleier des Nichtwissens anführen, da kann man im Grunde eben alles hinter verstecken und dann wissen wir nicht, ob wir Frau oder Mann sind, ob wir krank oder gesund sind und sonst was alles. Und da ist natürlich eine Kategorie auch, ob wir alt oder jung sind, also wie das mit den Generationen ist. Ich meine, wenn wir diese Aktualität der Frage, nicht nur der Generation Gerechtigkeit, sondern wie stehen Generationen zueinander im weiteren Sinne. Wenn wir die prüfen und uns fragen, was ist jetzt das Besondere, sagen wir mal auch im Verhältnis zu vor 100 Jahren, dann denke ich, ist das Besondere A, dass wir eben in unseren Kenntnissen so weitreichend eingreifen können
in die Welt, in die Natur, in alles Mögliche, dass wir Lebenschancen fast unrevidierbar verbauen können für Einzelne und für Generationen. Da bin ich auch durchaus auf Ihrer Linie. Die Gerechtigkeit für die zukünftigen Generationen würde ich nie inhaltlich ausfüllen, sondern ich würde sagen, wir haben nicht das Recht, ihnen ihre eigene Gestaltung zu verbauen. Nun tun wir das partiell natürlich immer und dosiert immer. Jede politische Entscheidung verbaut dann erstmal eine andere. Also das kann man sozusagen ausdifferenzieren, gradualisieren. Dennoch, es gibt Eingriffe in biologische, in physische, in Ressourcenfragen, die sind so massiv, und das mit dem Atommüll ist ein besonderes Beispiel, die sind auch so gigantisch, dass man sich eigentlich fragt, wie kann man überhaupt verantworten, etwas nur dann absichern zu können, wenn das, ich weiß es gar nicht, 1000 oder 2000 oder noch viel mehr Zeit so hält, das kann ja kein Mensch ehrlich verantworten. Und insofern ist dieses, der tiefe Eingriff, die Reichweite unserer Möglichkeiten und auch die Gefahren, die damit verbunden sind, doch etwas sehr Neues im Vergleich noch, würde ich sagen, zum 19. Jahrhundert. Und damit eben auch eine besondere Gefahr, den zukünftigen Generationen in verschiedenen Dimensionen radikal Chancen abzuschneiden, unrevidierbar Chancen abzuschneiden. Deswegen folgt daraus auch in meiner Sicht, das ist ja auch bei Jonas, ein Punkt in seiner Philosophie der Verantwortung, folgt daraus ganz besonders nicht eine positive Gerechtigkeitstheorie, aber eine gleichsam negative Gerechtigkeitstheorie. Nicht, dass ich die Gerechtigkeit negativ machen will, sondern bestimmte Dinge müssen ausgeschlossen sein, wenn man sich einigermaßen gerecht verhält. Also bestimmte Risiken dürfen wir unserer nachfolgenden Generation nicht aufbürden. Es ist dann auch ein bisschen leichter zu formulieren, als wenn wir ihnen gar auch in einer gewissen Anmaßung, die sie und ich auch, ablehnen, sagen würden, sie sollen das und das als Gerechtigkeit erleben. Diese sozusagen die Chancengleichheit, die ich sehr unterscheide von Chancengerechtigkeit. Sobald jemand von Chancengerechtigkeit spricht, kommt in mir ein großer Verdacht hoch, dass man schon jetzt weiß, was eigentlich in einem Menschen steckt oder welche Ansprüche er hat, und dass man dann nur noch die Chancen zuteilt, die dem dann entsprechen. Da bin ich also radikal für Chancengleichheit. Und auch immer wieder erneute, und die muss möglich sein. Aber die Chancengleichheit zerstören wir, wenn wir unrevidierbare Eingriffe machen, und das ist das eine Neue. Das andere Neue ist, wie ich meine, der Fortschritt an Freiheit, den wir glücklicherweise genießen, doch schon deutlich und vor allen Dingen auch flächendeckend in der Gesellschaft im Vergleich zum 19. Jahrhundert, der eben zugleich auch eine Auflösung von selbstverständlicher Bindung enthält. Und diese Auflösung von selbstverständlicher Bindung, dass wir eben nicht selbstverständlich bestimmte familiäre Rollen übernehmen, dass wir nicht selbstverständlich Bräuche erfüllen, weil man das so macht, weil sich das so gehört, weil das anständig ist. Ich meine, der Satz, das gehört sich so, ist einerseits sehr positiv, den liebe ich auch. Aber auf der anderen Seite kann das auch bedeuten, wenn mir meine Mutter gesagt hat, das tut man nicht, da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich dem folgen würde. Denn es gab Gründe zu sagen, das tut man aber doch. Ja, also in einem Zeitalter der Begründung übernimmt man nicht einfach Bräuche. Und deswegen ist diese Lockerung, sowohl im Bereich der Begründung, aber vor allen Dingen von Traditionen, von Selbstverständlichkeiten, diese Zunahme an Freiheit eine ganz große Herausforderung, weil wir jetzt Bindung in Freiheit anstreben müssen. Also kümmern oder sich einlassen auf oder sich verpflichtet fühlen zu, aus freier Entscheidung und nicht, weil es einem so gerade halt gegeben ist oder weil das Dorf sonst klatscht. Das sind dann gleichsam unschöne Lebensumstände, aber sie zwingen einen mehr in bestimmte Dinge. Wir sind freier. Und damit wird die Verantwortung noch größer. Es kommt dann sicher hinzu die Frage der Lebenslänge. Ich bin mir nicht so sicher, ob bei dieser ganzen Rentendebatte die Frage, für wie viele wir sorgen müssen, wenn wir arbeiten, nicht eine irreführend gestellte Frage ist, ob da die Versicherungsindustrie und die Privatindustrie nicht sehr aktiv dabei war, das zu propagieren. Denn das Argument auch von einem in der SPD nicht besonders geliebten Albrecht Müller, der aber immerhin bei Willy Brandt eine wichtige Figur war, der sagt, naja, die Produktivität steigt doch auch enorm, also habt euch mal nicht so, das ist ja nicht so von vornherein zu sagen. Und heute können wir mühelos 3 Leute, 4 Leute ernähren, was wir vor 100 Jahren noch nicht konnten. Dieses Argument sollte man auch bedenken. Also die Lebenslänge, da ist eher das Problem, dass in der Tat
die Chance der jungen Alten, und ich erlebe diese Chance sehr glücklich, ich bin 71 und fühle mich wunderbar und habe das Gefühl, ich kann immer noch was Neues denken, aber ich weiß natürlich nicht, wie ich mit 95 mich fühle. Und meine Tochter ist Altenpflegerin und die erlebt da schon ganz beachtliche Sachen, übrigens auch sehr schöne Sachen, ja, das ist nicht alles deprimierend. Also dieses ältere Alter, das ist einiges und da kommen natürlich dann auch Kosten zu, aber ich würde sagen, wenn wir einen anderen Sinn hätten für Wertschätzung von Leben, wäre das zu machen. Gut, also diese Punkte, dass wir, dass selbstverständliche Bindungen viel mehr aufgelöst sind, sind sehr wichtig und da müssen wir neu mit Freiheit ran. Und der dritte Punkt ist nun die Familie. Weil ich eine Frau bin, rede ich über Familie, aber nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern auch, weil ich meine, dass Familie so analytisch einfach im Zentrum von Gesellschaft steht. Wie immer sie funktioniert, hat eine große Auswirkung auf Gesellschaft. Wenn sie autoritär ist, hat das eine Auswirkung auf autoritäre Verhaltensweisen. Wenn sie freiheitlich und offen ist, hat das auch positive Auswirkungen. Und vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel heutzutage eine der größten Herausforderungen mit der Arbeitswelt irgendwie vereinbar gemacht wird. Wir haben an der eben, wie gesagt, gerade das zeitliche gesegnet haben, den Humboldt-Viadrina School of Governance, an der ich sehr hänge und an deren Mission, ich auch weiterhänge, auf der sogenannten politischen Plattform einen Trialog gemacht zum Thema partnerschaftliche Familie als öffentliches Gut. Ein Thema, das nicht gerade für Kommunikationsfreaks ein schönes Thema war, aber es hatte Sinn und es hat sich immerhin so weit durchgesetzt, dass Manuela Schwesig, die auch dabei war, das jetzt auch macht. Das heißt, Familien lebbar machen durch Partnerschaftlichkeit der Rollen, durch freie Vereinbarkeit, und zwar so, dass man sich nicht nur wünscht, was 60% oder 70% sich wünschen, sondern dass man es auch wirklich kann von den Bedingungen her, dass man die Arbeitswelt nach der Familienwelt richtet und nicht die Familienwelt einfach nach der Arbeitswelt. Und da gibt es alle möglichen guten Gründe für, nicht nur Gründe, sondern auch im Grunde sehr gute unterstützende Bewegungen. Und dass man Zeit hat für Familie, aber auch für Freundschaften. Und dass auf diese Weise überhaupt auch wieder Zusammenhänge entstehen können. Denn wenn Sie zusammenhängen wollen, auch in Freiheit aufeinander sich beziehen wollen, für andere da sein wollen, reicht es nicht, wenn Sie sich nur organisatorisch die Klinke in die Hand geben. Sie müssen schon auch mal in Ruhe sitzen können und einen Kummer anhören können. Und selbst wenn es ein Liebeskummer ist, der aus der Entfernung von 60 Jahren vielleicht nicht so wirksam ist, aber damals eben und in der Erinnerung bei einem selbst auch. Also Familie und Arbeitswelt zu vereinbaren, dies ist in meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch dann die eigentliche Grundlage für die Verständigung, Ralf Füchs hat auch von der Verständigung gesprochen zwischen den Generationen, legt. Denn wenn Sie nicht im eigenen Alltag miterleben, wie die nächsten Generationen sprechen, ticken, was sie empfinden, dass sie eine Sprache wählen, die manche Leute furchtbar verärgert oder beleidigt, dabei ist es gar nicht beleidigend gemeint. Irgendjemand hat mir gesagt, du bist aber eine coole Sau. Das ist kein schmeichelhaftes Wort in meiner Generation. Aber in einer anderen Generation ist das gar nicht kränkend gemeint. Also sowas muss man einfach verstehen, ja, im Umgang. Und man muss auch, das ist jetzt nur sehr, sehr prägnant gesagt, es gibt auch andere, die Verständigung zwischen den Generationen und natürlich auch die emotionale Bindung. Und wie gesagt, das sage ich nicht nur sozusagen aus weiblicher Gefühligkeit, sondern auch aus Erfahrung. Und ich kann immer den großen Alexis de Tocqueville, Soziologen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, zitieren in seiner Demokratie in Amerika, wo er das ganz genau beschreibt, wie die Auflösung von Familie damals schon ein Problem darstellt für die intergenerative Verpflichtung, Sorge und so weiter. Also das ist ein Punkt und ich denke, dieses Zueinanderstehen, Regeln finden füreinander, sich verpflichten, hängt von der emotionalen Gebundenheit ab. Und diese emotionale Gebundenheit geht nicht nur über den Kopf. Natürlich sind Familien auch oft Orte, wo es wirklich scheußlich zugeht, das ist mir völlig klar. Aber es sind auch Orte und in sehr vielen Fällen, wo selbstverständlich Solidarität geübt wird, wo man zurückkommt hin, wenn man in schlechter Situation lebt. Und der Mensch ist auch da. Basiere ich dann wieder so ein bisschen auf Aristoteles, nicht? Das dürfen wir ja, ein Gewohnheitstier in seiner Ethik. Es ist eine Frage der Gewöhnung, welche Haltung, welche Einstellung, ich habe natürlich auch des Nachdenkens, aber ob ein Habitus entsteht oder nicht, hat auch etwas damit zu tun, ob ich es eben gelernt habe, auf andere Rücksicht zu nehmen, mit anderen zu kalkulieren, mit anderen zusammen zu sein. Deswegen denke ich, ist dies eine wichtige Frage, wenn wir zur Generation
Gerechtigkeit und auch zum Verständigung zwischen den Generationen kommen wollen. Insgesamt, da treffe ich mich wieder mit Herrn Gosepard, je gerechter wir jetzt die Welt gestalten, desto rechter wird sie auch der Zukunft überlassen, ganz egal in welcher Dimension. Und desto mehr können wir diese Generation Gerechtigkeit voranbringen. Schönen Dank. Ja, vielen Dank Stefan Gosepard und vielen Dank Gesine Schwan für die interessanten Vorträge. Ich sehe in Ihren Gesichtern, dass Sie so ein bisschen nach der politischen Konkretisierung lechzen. Ich meine aber dennoch, dass uns diese Propedeutik für alles Weitere, was heute und morgen kommt, sehr gut tut. Denn wenn man sich die grundsätzlichen Fragen nicht vorhält, wird man auch bei den konkreten Fragen schwerlich Antworten finden. Wir hätten jetzt noch Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch. Der Abend ist ja noch lang. Ich sage Ihnen gleich, wie er weitergeht und habe mir jetzt mal, wenn ich das darf, so 4 Fragen rausgeschrieben, wo man, glaube ich, sehr schnell merkt, dass es auch wirklich hier schon in diesen doch allgemeineren Ausführungen ums Eingemachte geht. Und wenn ich darf, würde ich dich, Stefan Gosepard, vielleicht gerne nochmal an einem Punkt kitzeln. Du sagst, dass wir eigentlich gar nicht mehr tun können, als den zukünftigen Generationen ein Minimum an Unterstützung mit Blick auf ihre Grundfähigkeiten zu gewährleisten. Und du hast ja die Alternative selber genannt, nämlich man könnte auch sagen, wir wollen gleiche Chancen oder sogar, und jetzt werde ich etwas pathetisch, ein besseres Leben für zukünftige Generationen, whatever it means. Woher diese Verzagtheit? Oder nochmal andersrum gefragt, ist das, also welcher Fortschrittsgedanke liegt dem eigentlich zugrunde, was du sagst, also minimale Ausstattung auf Grundfähigkeiten, wo wir doch eigentlich gerade auf der Linken über Jahrhunderte einen Fortschrittsoptimismus hatten, der lautete, und das wird, war, bin ich mir sicher, auch noch im Ruhrpott in deiner Jugend so, wir hinterlassen den Jungen eine bessere Welt. Kannst du das nochmal sozusagen zwischen Hegel und Rawls einordnen, welcher Fortschrittsbegriff dem eigentlich zugrunde liegt? Das würde mich interessieren. Ganz herzlich. Ich werde geschaltet, ich rede einfach und dann wird's. Ja. Gut, okay, super. Das ist Fortschrittsglaube. Gut, also hier habe ich den Fortschrittsglauben, weil ich da weiß, da sind die kompetenten Damen an der Technik. Peter, ganz herzlichen Dank, also Frau Gesine Schwan, ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Ist immer eine Ehre und auch eine Freude, von Ihnen kommentiert zu werden. Zwei Bemerkungen vielleicht. Die eine Bemerkung nochmal mit dem wohlverstandenen Eigeninteresse, und das hat das, die Dimension der Antwort ist die gleiche hier. Das bezieht sich darauf, jeweils auf sehr weit entfernt liegende Generationen. Ich würde auch sagen, wenn wir lebende Generationen, also wenn ein lebendes Wesen vor mir steht, dann schulde ich dem was. Dann ist das ein Gerechtigkeitsanspruch. Und in dem Sinne hat das nichts damit zu tun, ob das jetzt in meinem Eigeninteresse ist oder nicht. Die nächste Frage ist aber viel eher, und das hat ja mit dem demografischen Wandel eben zu tun, und nehmen Sie etwas als Gedankenexperiment, und de facto ist es ja auch so, ganz viele Menschen entscheiden sich dazu, keine Kinder zu haben. Muss ich Kinder haben? Und die normale Antwort in unserer Gesellschaft ist, nein, muss ich nicht. Und wenn alle das sagen, dann haben wir eben alle zusammen keine Kinder mehr und dann gibt es auch keine zukünftigen Generationen mehr. Und jetzt ist die Frage, warum sollte man an zukünftigen Generationen in diesem Sinne interessiert sein? Hier würde ich jetzt nicht sagen, dass wir den noch nicht existierenden zukünftigen Generationen schulden, in Existenz gebracht zu werden. Das ist unser Interesse, würde ich sagen. Wenn sie in Existenz sind, dann schulden wir ihnen was. Und deshalb haben wir so eine komische Frage, dass wir nämlich sagen, wenn wir jetzt schon wissen und wenn wir davon ausgehen können, dass wir uns weiter sozusagen, dass wir eben bewährte Kinder kriegen und immer weiter in die Zukunft hinein Generationen haben werden, dann müssen wir uns eben überlegen, und das ist jetzt die Frage von Peter, was schulden wir denen? Und natürlich ist es so, glaube ich, je konkreter man weiß, was die nächsten Generationen sind, also wenn es um meine Kinder und Enkelkinder geht und ich da ziemlich genau vorhersehen kann, in welchen Situationen die leben werden, dann kann ich viel stärkere Gerechtigkeitsansprüche haben. Dass ich minimal gesagt habe, heißt ja nicht, dass das alles sein muss. Das heißt mindestens das, plus
was da drauf. Und ich selber sozusagen bin ja teilweise verschrien für einen ziemlich starken Egalitarismus. Ich bin stark für Gleichverteilung und würde das Unterlebenden immer unterstützen, gleiche Chancen. Aber hier kann man auch ausbuchstabieren, was gleiche Chancen heißen wird, weil das noch vorhersehbar ist, unter welchen Lebensumständen die leben. Sobald das sich sehr weit in die Zukunft zieht, ist es, glaube ich, einfach erkenntnistheoretisch etwas unklarer, was das eigentlich noch heißen soll. Und so sehr ich die, also man kann die Forderung aufstellen, aber sie wird ziemlich leer, weil wir nicht ausbuchstabieren können, was gleiche Chancen an der Stelle eigentlich heißt. Lass mich noch eine Bemerkung zu Frau Schwan machen. Frau Schwan, meine Beispiele selber waren ja sehr stark aus der Familie kommend. Sind wir uns da ziemlich einig? Jetzt will ich mal sozusagen die Einigkeit hier ein bisschen zerstören und sozusagen gegen mich selbst argumentieren. Man könnte natürlich jetzt auch da unten sitzen und sagen, da sitzen jetzt so ein paar ältere Herrschaften und die haben noch so klassische Familienmodelle, das ist so eine bestimmte akademische bourgeoise Haltung, denen geht's gut und die wollen auch mit der Familie tradieren. Nun wissen wir aber natürlich mit Blick auf die Gesellschaft auch in Berlin, dass es sehr viele gibt, die keine intakte Familie haben, die aus Immigrations-, aus anderen Gründen anders aufleben. Deshalb kann natürlich die Lösung für unsere Probleme jetzt nicht sein, obwohl ich das selber ein Stück weit gepredigt habe, intakte Familien zu haben. Ich habe auch nicht von intakt gesprochen. Nee. Ich kenne überhaupt keine einzige intakte Familie. Okay. Vielen Dank, Stefan. Auf die Familie komme ich gleich nochmal zurück. Da hat ja Gesine Schwan stark Stellung bezogen. Jetzt würde ich aber Gesine Schwan doch nochmal gerne zu dem, sagen wir mal, nicht so sehr transzendentalen Teil ihrer Begründung kommen, nämlich zu der zu dem Zusammenhang von Verschiebung der Altersstruktur und Wachstum. Produktivität haben Sie das genannt. Jetzt wissen Sie ja, dass unser Vorsitzender Ralf Füchs, sondern zum Beispiel auch ich tatsächlich glühenden Überzeugung sind, dass in der Tat es eine große Chance auf nachhaltiges, wir nennen das grünes Wachstum in dieser Gesellschaft gibt, das durchaus auch ein Teil als Teilantwort auf den demografischen Wandel gelten kann. Gleichzeitig muss man doch aber ehrlicherweise sagen, dass sagen wir mal, Albrecht Müllers Idee vom klassischen industriellen Wachstum doch vermutlich an Grenzen stoßen dürfte, wenn Sie sagen, das ist jetzt sozusagen der Schlüssel, warum der demografische Wandel letztlich gar kein Problem ist, weil wir das sozusagen durch Produktivität einfach kompensieren können. Ist es nicht schon allein deshalb so, weil es bei Pflege, Gesundheit und all diesen Dingen ja doch eher nicht so sehr um industrielles Wachstum geht, sondern eher um Dienstleistung oder um Arbeit von Menschen für Menschen, dass deshalb diese Produktivitätsfrage sich irgendwie anders stellt mit Blick auf den demografischen Wandel? Also zunächst einmal muss ich sagen, lockt mich die Vorstellung, Ralf Füchs glühen zu sehen. Das habe ich noch nie erlebt, aber es wäre doch was. Doch, also, ja. Hat doch gerade... Naja, gut. Also es ist bedeutet, es ist keine Kritik an Ralf Füchs, sondern es ist einfach eine andere Einschätzung. Ich kenne Ralf Füchs als sehr leidenschaftlichen Mensch. Ne? ein eigenes Podium aber, dazu. Aber die Frage, also die Diskussion darüber, wie Wachstum spezifiziert sein muss, ob Wachstum ressourcenfressend sein muss und sowas, alles, das muss ich hier nicht führen. Da bin ich über weite Strecken der Meinung, dass die Qualifizierung des Wachstums das Entscheidende ist und nicht die Ablehnung. Ich gehöre überhaupt nicht zu den Ablehnern des Wachstums. Dass bei uns Wirtschaftszweige wachsen, die nicht dem klassischen Industriearbeiter entsprechen. Das ist ja völlig richtig. Der gesamte Pflege-Sorgesektor gehört dazu, weswegen ich eben auch finde, dass das Arbeitspotenzial für diesen Sorgesektor deutlich über die Frauen hinaus ausgeweitet werden soll, unter anderem durch eine andere Rollenverteilung in der Familie. Da hat man nämlich eine andere Affinität dazu, wie man damit umgeht. Das hat durchaus, ist ja auch im Familienbericht beschrieben und so weiter. Also Wachstum. Und die Frage ist ja dahinter eine Wertschöpfungsfrage. Wodurch wird Wert geschaffen? Historisch haben wir das mal gemeint, dass die Physiokraten meinten, das wäre das Land, was den Wert geschaffen hat. Dann kamen die Bürgertum und die Industriearbeiter, die meinten, die Arbeit sei es. Dann kam ein bisschen das Wissen oder die Technologie würden Werte schaffen. Ich halte das für eine schwierige Frage, aber pragmatisch, glaube ich, ist es durchaus nicht schwer zu denken,
dass das, was an materiellem oder an klassischer Produktivität geht, ausreichen würde, um auch die Pflegesektoren zu finanzieren. Ich halte, das ist eine Frage der Verteilung. Das ist eine Frage, wie man einsieht, was für eine Wertigkeit hat. Und solange, ich bin ja nicht direkt immer als glühende Feministin durch die Lande gegangen, aber solange bestimmte Arbeits- und Produktivitätssektoren rein Frauen, den Frauen zugeordnet werden, wird man die nicht hochschätzen und dann wird man sehr vieles nicht richtig einschätzen. Also da muss eine auch gewohnheitsmäßig andere Sachen. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht durch die Produktivität und auch die ressourcenschonende Produktivität dazu kommen können, dass das, was an gesellschaftlichem Reichtum erarbeitet wird, reicht, um die Menschen in der Rente und so weiter zu versorgen. Und ich gebe auch zu, ich habe gar kein Problem damit, mit diesem berühmten flexiblen Ausscheiden aus der Arbeit, das habe ich schon vor langer Zeit propagiert. Das heißt nicht, dass es nicht eben Berufe gibt, wo man das nicht so gut kann, weil man eben verschlissen ist. Aber eigentlich soll man sowieso nicht verschlissen werden. Also das ist eine weitere Frage. Aber dieses Argument der Demografie, das gebracht wurde, das ging doch damit zusammen, dass man sagt, wir können nicht mehr den Generationenvertrag machen, wir müssen Privatversicherung haben. Das war doch die politische Pointe davon. Die ziehen sie gar nicht, wenn ich das richtig sehe, aber die wurde gezogen und das war die politische Schwierigkeit. Wenn man die nicht zieht, sondern wenn man sagt, wir müssen da eben andere Verteilung machen, ist das okay. Aber es ist schon richtig, wir müssen in unserem gesellschaftlichen Reichtum umdenken. Auf der anderen Seite, selbst wenn ein Teil unserer Gesellschaft die Alten von 80 bis 105 in Zukunft oder so, also neugeborene Mädchen haben ja jetzt, glaube ich, eine Lebenserwartung bis zu 103 Jahren im Durchschnitt. Wenn man dieses Segment nimmt, dann gibt es eine ganze Menge von Gütern, die dafür auch produziert werden müssen, ja, an raffinierten, technologisch raffinierten Betten und weiß der Himmel was alles, was sie da brauchen für eine Pflege, die Pflegerinnen nicht kaputt macht. Das ist ja auch wieder eine Produktion. Also ich gehöre nicht zu denen, die meinen, dass durch irgendeine demografische Entwicklung die Aussicht der Wirtschaft auf Produktivität und auf Weiterentwicklung und auf Wachstum von vornherein gestoppt wird. Das sind so alte Fragen, die beantworte ich anders. Einig. Aber Sie dachten jetzt jedenfalls auch nicht an Pflegeroboter oder Roboterhaustiere und dergleichen. Das mag wie ein Witz klingen. Aber na, also Pflegeroboter dachte ich sicher nicht. Die Frage, ob diese kleinen Viecher da, die man auf den Schoß setzt, ob nicht, das von vornherein die Würde wegnimmt, da würde ich sagen, da würde ich pragmatisch rangehen. Also das finde ich, da wird das wirklich, ja, ich habe das nämlich erlebt, was das auch bewirken kann. Also, aber natürlich nicht Pflegeroboter, im Gegenteil. Die Umwertung in der Gesellschaft überhaupt, dass Beziehungen und der Umgang mit Menschen wichtiger sind als technologische Herrschaft über bestimmte Prozesse, die dann ganz schnell Resultate ausspucken. Darum geht es doch. Ich würde jetzt, wie angekündigt, noch gern zu einem letzten Aspekt kommen und da auch euch beide gern noch mal fragen, nämlich der Frage der Gemeinschaft und der Familie. Das scheint mir ein Schlüssel zu sein, über den wir morgen sicher auch noch mal ausführlicher reden werden. Denn selbst wenn wir keinen demografischen Wandel hätten, also keine Verschiebung der Altersstruktur, gelte ja immer noch, dass wir eine dramatische Generationenfrage in dem Sinn haben, Sie haben das ausführlich beschrieben, Gesine Schwan, dass wir ja im Zuge dessen, was wir Individualisierung nennen, Pluralisierung, das hat mir sehr gut gefallen, einen neuen Begründungszwang eigentlich mit Blick auf traditionelle Gemeinschaften, dass das natürlich enorme Auswirkungen hat auf tradierte Solidargemeinschaften, wie zum Beispiel die Familie. Ich setze jetzt mal Solidargemeinschaft etwas in Anführungszeichen, weil wir beide über die Licht- und auch Schattenseiten der traditionellen Großfamilie wissen. So, jetzt Liberalismus, Kommunitarismus, Debatte revisited. Stefan Gosepart, was heißt denn das jetzt eigentlich? Gemeinschaftsbildung, die Notwendigkeit neuer Gemeinschaftsbildung unter liberalen Bedingungen. Wie geht es eigentlich? Gib uns mal irgendwie einen Tipp, in welche Richtung man da weiterdenken kann.
Ach, das ist ja zunächst mal nicht ganz so schwierig. Das Wichtigste wäre eben, dass die Gemeinschaftsbindung, die wohl nötig ist, da scheinen wir uns einig zu sein, vor allem wenn man irgendwie Werte tradieren will und die nötig ist, die muss eine Ausstiegsoption haben, das ist das Mindeste. Also man muss aus diesen Gemeinschaften ausbrechen können, als Kind sich auch von seinen Eltern auch ausziehen können, man muss mal was anderes vertreten können als die Eltern, andere Erlebnisse machen können, ohne dass dabei gleich die Bindung kaputt geht. Das andere ist aber natürlich eben, und das heißt auch ohne, dass man sozusagen so abhängig ist, dass man diese Option nicht ziehen kann. Das andere ist aber natürlich auch, wir müssen versuchen eben die Solidargemeinschaft also größer zu konzipieren, das wird jetzt genau der Punkt sein. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Wir haben natürlich jetzt Patchwork-Familien, wir haben verschiedene Formen von WGs, Alters-WGs, Zusammenleben. Das sind wahrscheinlich Formen, die wir stärken müssen, wo wir jetzt nicht so reagieren dürfen, neoliberal, dass wir sagen, das sind die Auffanggemeinschaften für das, was der Sozialstaat nicht kann. Wir müssen ein starkes soziales Sicherungssystem haben, bei gleichzeitiger, also Enablement nennt man das ja sozusagen, also Ermöglichung von persönlichen Bindungen in Solidargemeinschaften, die genau dasjenige noch hinzutun werden, was wir brauchen, damit Menschen in ihrer autonomen Lebensform sich sozusagen einlassen können und tatsächlich auch irgendwie ihre Werte weiter tradieren können. Vielen Dank, Stefan Gosepat. Gesine Schwan, Sie haben jetzt gleich schon die Ehre und die Verantwortung des letzten Wortes. Ich würde gerne noch mal etwas nachbohren, und zwar in doppelter Hinsicht. Sie sagen, es braucht Gewohnheit und es braucht irgendwie auch eine motivationale Bindung zwischen Menschen. Jetzt frage ich mal ab, erstens, wie ist es denn mit dieser Kategorie der Freundschaft? Auch dazu sollten wir mal einen eigenen Kongress machen. Ist eigentlich Freundschaft, das wäre sozusagen meine eine intuitive Antwort, ist eigentlich ein freundschaftliches Netzwerk in irgendeiner Art und Weise Ihrer Meinung nach geeignet, um sozusagen zukünftige Solidargemeinschaften, auch intergenerationale Solidargemeinschaften zu beschreiben? Oder brauchen wir zweitens doch sowas wie ein neues Familienethos? Irgendwie doch wieder, müssen wir irgendwie auf diese Kategorie der Familie auch im Sinne einer nicht unbedingt blutbedingten Bindung, das würde hier glaube ich niemand sagen, aber doch in dem Sinne, der mehr bedeutet als Freundschaft, mindestens in einem juristischen Sinn vielleicht dokumentiert zurückkommen und es neu beschreiben? Das ist der erste Teil meiner Frage. Nee, den zweiten Teil sagen Sie bitte danach. Also der erste ist ja schon umfänglich. Der ist schon nicht wenig. Erstens, dass Familie heißt in dem Zusammenhang, so auch in unseren Trialogen, dass verlässliche, generationenübergreifende füreinander sorgen. Sehr abstrakter Familienbegriff. Das heißt, Patchwork-Families sind da drin und Gleichgeschlechtliche sind da drin. Und sogar geht es weiter, weil bei diesem partnerschaftlich ist es ja ein Problem, dass 20% unserer Familien Alleinerziehende sind. Nicht? Diese Alleinerziehenden können Sie ja nicht zu Partnern aufspalten, ne? Die sind nun mal alleine. Aber man kann auch da vom Staat her Rahmen schaffen, dass alleinerziehende Familien mit neuen Wohnformen Begünstigung bekommen, wenn sie die Dinge partnerschaftlich machen. Also ein Familienbegriff, der nochmal die verlässliche Sorge über Generationen hinweg als Kerndefinition hat. Und das sage ich, obwohl ich praktizierende Katholikin bin, aber das darf man sogar in der katholischen Kirche so definieren. Also dies. Und jetzt ist die Frage, wie in der weiteren Entwicklung eventuell auch da die Grenzen zu freundschaftlichen Beziehungen anders werden, und es wäre auch gar nicht schlimm. Ich meine, was ist schöner, als in einer Familie befreundet zu sein oder sogar zwischen Partnern befreundet zu sein, ist ja gar nicht das Schlechteste, nicht? Also man muss das ja nicht so trennen. Man sieht in Umfragen, dass im Unterschied zu den 70er Jahren, in den letzten Jahren etwas mehr als 80%, zwischen 80 und 90% der jungen Menschen in Familien leben wollen. Das ist eine andere Entwicklung als in den 70er Jahren, wo wir zum Teil ja aus verständlichen Gründen den Ausbruch aus der Familie haben wollen. Und das zeigt zugleich,
das, was damit normativ gemeint ist, erstens eben freies Aushandeln der Rollen zum Beispiel unter Eltern, aber natürlich auch eine offene Familie und nicht ein closed shop, der nachher nur die Neurotiker begrüßt. Also ist ein komplexes Ding und ich behaupte aber, in dem Maße, wie zum Beispiel dieser Gedanke der Partnerschaftlichkeit zwischen Eltern in der Familie zum Prinzip wird, wird auch alles andere eher partnerschaftlich, wird gleich, aber also auf Augenhöhe bei aller Ungleichheit, Ungleichheit und Augenhöhe zu miteinander zu verbinden. Das nehme ich sehr ernst. Und was wir gegenwärtig haben, ist, dass wir Familien-Burnouts haben. Nicht nur persönliche Burnouts, sondern Familien-Burnouts. Das Familieninstitut in München hat das sehr genau beschrieben. Wir haben ein solches, viele fühlen sich so zerrissen zwischen Beruf und Berufsanforderungen und auch Erwartungen und Karriereerwartungen, die von außen an einen rankommen und den Beziehungen und Beziehungsverpflichtungen. Das ist schlimm. Die IG Metall hat ja nicht von ungefähr plötzlich gesagt, 30 Stunden für junge Eltern nur, weil diese Männergewerkschaft hat Umfragen gemacht und hat festgestellt, ihre Männer zu 80% wollen das auch nicht mehr. Das ist doch wunderbar. Also ich meine, ich bin da übrigens sehr fortschrittsfreudig. Der Fortschritt ist gar nicht das Problem. Gerechtigkeit zielt fast nie auf Fortschritt. Das ist eine sehr komplexe Sache. Gerechtigkeit zielt nicht darauf, dass es allen besser geht, sondern dass es allen jedenfalls ungefähr gleich gut geht. Aber ich will sagen, da gibt es neue Tendenzen und das ist das Entscheidende, dass wir selbst mit dem Schlagwort globaler Wettbewerb und so weiter alles fertig werden, denn das Thema ist in China genauso relevant wie in Afrika. Ja? Und wenn wir da beherzt rangehen, dass prinzipiell menschliche Beziehungen in eine Balance gebracht werden müssen, ja, zur Produktivität der Arbeit, dann sind wir okay weiter. Dann würde ich aber doch ganz gern da noch einmal nachfragen und die zweite Frage wäre gewesen, wie sich eigentlich dieses Familienbild nochmal, welche Erwartung von Staat und Sozialstaat damit einhergeht, aber ich würde jetzt doch ganz spitz nochmal zum Abschluss fragen, ich meine, dass wir eine gerechtere Aufteilung von Arbeit und zum Beispiel Familienverantwortung zwischen den Geschlechtern brauchen, steht, glaube ich, außer Frage. Und in dem Sinne natürlich auch eine stärkere Einbeziehung zum Beispiel oder insbesondere von Frauen in den Arbeitsmarkt. Wenn Sie aber sagen, wir brauchen insgesamt, das finde ich eigentlich zum Abschluss nochmal eine sehr gute Frage, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Beziehungen, mehr Zeit, um sich auch in Ruhe zu kümmern und sich zuzuhören, das klingt, glaube ich, in unser aller Ohren sehr, sehr gut. Dann muss man natürlich jetzt nochmal fragen, wie das alles zu der Produktivitätsthese passen soll, die ja den demografischen Wandel kompensieren soll. Irgendwie kriege ich es noch nicht ganz zusammen. Ach, da brauchen Sie, wo ist die Industrie- und Handelskammer zu fragen? Okay. Kriegt die ganz schnell raus, weil das ist nämlich betriebswirtschaftlich rentabel. Die merken doch alle, dass die Menschen Menschen sind, wenn sie ausgepowert sind und wenn zu Hause die bulimische Tochter ist, das beschäftigt auch den Mann. Und das heißt, sie merken, dass ein für 80% angestellter Mann mit 80% angestellte Frau produktiver ist, weil sie zufriedener ist und weil sie die Sachen vereinbaren. Da gibt es inzwischen ganz viele Studien. Da denken immer ganz viele, je länger der Zeitraum, desto produktiver. Ist ja überhaupt nicht wahr. Es ist ja ganz anders. Und ich glaube wirklich, wenn man das sich genau anguckt, das hat doch der Erik Schweizer, plötzlich sagt er zu Manuela Schwesig auch, nachdem Manuela Schwesig Dresche bekommen hat, weil sie gesagt hat, 32 Stunden für junge Eltern. Später wird sie sagen, 32 Stunden für pflegende Eltern, so, das hat sie alles auf der Kiste, aber das hat sie schon gesagt, da ist sie verdroschen worden, sie konnte ganz beruhigt sein, weil das völlig durchdacht war. Kurze Zeit danach hat die Kanzlerin schon festgestellt, es ist keine rein private Sicht, sondern, in Klammern dahinter, sind auch Wähler, die das so wollen. Dann hat es die IG Metall festgestellt, die hat gesagt, 30 Stunden, wie kommt denn die Manuela dazu, einfach jetzt hier in unsere Tarifhoheit einzugreifen, wir sagen nicht 32, sondern 30 Stunden, haben wir das auch noch gegipfelt, und Erik Schweizer sagt 35 Stunden, der kriegt er auch Dresche von seiner Deutschen Industrie- und Handelskammer, aber die haben das doch alles begriffen. Die brauchen die 2,5 Millionen Fachkräfte. Das kann man wirklich sehr gut aufblättern. Das rentiert sich, die Identifikation mit dem Unternehmen. Sie haben weniger Krankfälle, sie müssen weniger einüben, also wenn die alle ausscheiden und dann ganz mit schlechtem Selbstbewusstsein wieder einkommen. Also das ist betriebswirtschaftlich okay, kein Problem, für die Produktivität auch nicht. Man muss einfach nur weiterdenken. Meine Damen und Herren,
Weiterreden wäre immer ein Stichwort auch gewesen. Ich danke sehr herzlich für die erste Runde. Es liegt genug Stoff auf dem Tisch. Ich verspreche Ihnen, dass wir morgen in den Workshops auch die Frage der Arbeitszeiten wieder aufnehmen werden. Ich habe Ihnen jetzt, bevor Sie den Saal kurz verlassen, Folgendes zu sagen. Erstens, es gibt jetzt einen kleinen Imbiss. Erst nach Ende des heutigen Kongresstages darf dann richtig gegessen werden draußen. Ich freue mich wahnsinnig auf ein mit Sicherheit sehr spannendes Podium nach unserer kurzen Pause von 20 Minuten unter der Ägide der fantastischen Mariam Laut zu Generation Selbstverständnissen und Generation Identität. Und letzter Satz, während Sie den Imbiss einnehmen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wird das Jens Düppe Quintett schon mal 2-3 Songs spielen, die eine Generation Referenz bedeuten, die sich Ihnen gleich selbst erschließen wird. Vielen Dank, dass Sie da sind, und gleich geht's weiter.